Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren. Sie herzlich zu diesem Spiel. Damit ist es Zeit für den Sieg. Der Wolf Fuß und der Kollege von Buschmann. Und dieses Spiel spricht ja eigentlich für sich selbst. Da ist eine Menge drin. Old Lady. Ach, der schöne Ingo ist da. Wie schön ist das denn bitte? Aber er spricht nicht mit uns. ZZ ist noch auf der Brücke. Hallo. Nee, hallo? Hallo. Immer da? Ich rede die ganze Zeit und keiner sagt was von daher. Hallo. 20.000 Mann haben gesagt, keine Antwort, okay. Verstehe ich. Was hält? Oh, shit. War gut. Von einem die Füße spielt, ist alles gut. Oh, raus damit jetzt. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Ball geht direkt wieder zurück. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Kann er was draus machen? Skal hat den immer noch. Geht gut dazwischen. Wer ist der Theobald? Der räumt auf. Das ist ein vielversprechender. Schöne Aktion. Oh nee. Hat ein Torwart behindert. Ich hab schon gedacht, die pfeifen abseits wegen mir. Naja, Arni war auch aus dem Abseits, der Haas hat sich mit zurückfallen lassen. War super gemacht. Also 75% an dem Tor trägt ja der ganz klar der Michael, also darfst du dir gerne ein Wert aus Original gönnen. Ich wollte gerade sagen, kannst du ein halbes Bonbonchen. Aber jetzt ist der Ball weg, da machen sie nichts aus dieser Szene. Vorne der Ball gewinnen. Gefährlich! Kommt jetzt die Flanke? Der Pokibot läuft hier mit ganzem Feld hinterher. Entscheidet er auf dem Spiel doch. Aber jetzt gibt es doch den Freistoß. Vorteil abgepfiffen. Der Ingo, der schöne Ingo. Wo läuft der hin? Ingo. Ach, schade. Oh, schade. Eine Millisekunde später. Und der kommt perfekt. Hey. Richtig und okay. Hol dir wieder, Martin. Hol dir wieder. Ich hab dir zwar nicht weggenommen, aber hol dir wieder. Ich hatte ein blutiges Steak in der Tasche. Gute Chance. Nee. Oh, schade. Da hat das Timing nicht gestimmt. Da haben wir wunderschön auf einer Linie gestanden. Ui! Der Zauber. Jetzt haben sie den Ball. Die Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ups. Schön. Mal umgeworfen, den Blödmann. Boah, der lässt sich auch Zeit, der Ball, ey. Der Ball war echt langsam. Ja, ja. Ja. Schon, ey, der schläft ein. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Jawohl. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Also wieder der edle Tropfen. Da kann man nicht meckern, der war echt schön. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen Lass doch die Wiederholung laufen! Und das ist einfach nur ein Ich hab nicht gedrückt. Exzellenter Kopfball.
Deshalb ist er da vorne drin. Du drückst auf nie B im 16er. Tick zu lang. Sie können den Pass unterbinden. Beim Ballbesitz liegen die Wolves aktuell hin. Genau so muss das. Zu lange dauert. Ja, könnte was werden. Schon wieder so ein Ding. Ja, haben wir dreimal dasselbe Tor gemacht. Oh. Das wäre gewesen, ja. Wenn es funktioniert, scheißegal. Echt? Dann haben wir auch 10 von denen. Erinnere mich noch an Spieltage, da haben wir mit RBA-Flanken 5-mal dasselbe Tor in einem Abend gemacht. Oder in einem, ja, Spiel. Sauber vom Ball getrennt hier. Teilweise, ja. Mit RBA-Flanken. Ich weiß ja, warum das sich jetzt lohnt mit dem RBA. Kann man damit trotzdem sein. Ja, und ich muss ja auch so angeblich altmodisch. Ich will mal lieber, warum mein Spieler gerade auf einmal so gestockt hat und nicht weitergerannt ist. Ja, weil der gerade mit der Online-Überweisung beschäftigt war. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Ja, komm, dann müssen wir noch ein bisschen was machen hier. Aktueller Spielstand jetzt also 2-2. Sehr realistisch, dass der Innenverteidiger zu Boden geht gegen so einen kleinen Typen. Und so Stärke 60 hat. Naja, der Güni hat bestimmt so auf B gedrückt und ist über seine eigenen Füße gefallen. Nee. Oh, oh, nein, oh. Schade. Schade. Oh. Einmal. Ecke kommt in 16er. Geht nicht richtig dahin. Was denn im Moment? Ja, ja, schön. Ui. Ja, toll, Theo. Wo ist der eigentlich? Abseits. Gut, das ist, ich gebe zu, die Frage war unglücklich getimt. Ja, aber der hat irgendwie nichts geschrieben, ne? Wegen letzter oder dieser Woche. Nee, ich hab den Fahrer für den Puck. Der ist Fahrer für den Puck, der hat ihn in die Schweiz gefahren und holt ihn auch wieder ab. Unterwegs. Gab's ein Eklat, als ich nicht dabei war? Mehrere. Ich will alle dreckigen Details. Bleibt ja unter uns. Nutzt einfach mal den Akku. Von Microsoft. Das Akku-Pack. Was? Nutzt einer von euch das Akku-Pack? Ich glaube, ich habe noch das alte Akku-Pack von denen. Mhm. Das habe ich auch, aber der lädt nicht mehr auf einmal. So. Nee, das war eigentlich. Und das eine? Eigentlich war ja nichts. Ist wahrscheinlich die Sollbruchstelle gebrochen. Wie es sein soll. Weiter geht es in so alt. Ich war auch gerade überlegt, hä, der Theo ist die Sollbruchstelle gebrochen? Da mit viel Übersicht. War ein Kontakt zu viel. Hä, ich war komplett frei. Naja, aber der Ball, der so beim ersten Mal ist, der so weggesprungen. Wenn er nicht so weit weggesprungen wäre, hättest du früher flanken können, aber der Arne, dann hätte das Timing besser gepasst, weil der Arne dann freigestanden hätte. Hansen. Old Lady kommt über außen, da ist viel Platz jetzt. Ja. Nee, auf der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner. Von da aus läuft es besser. Ah. Du musst reinzulaufen, das machen, ja. Ich war ganz sagen. Und nochmal zurück. Ja! Oh. Das geht ja wohl nicht. Nein! Martina. Jetzt. Ja. Jawohl. Das sieht ja wieder komplett aus. Die neue Tormaschine. Wenn das der Pucki mitkriegt, dass du hier Tore schießt, da geht er in Rente. Was hat der ZDF im Strafraum zu suchen? An der Grenze und bin reingelaufen. Was soll ich tun?
Bevor das du mal schießt. Wurde es hingezogen. Ja. Ich habe nicht B gedrückt gehabt oder sowas. Gleich. Und das ist auch kein Ventilator, an den ich da lecke. Eine salzige Stange. Nimm so eine salzige Stange, leckst du? Da machen sie zu, richtige Aktion. Typisch Pucki, zieht er nochmal zurück, statt er schießt. Nee, der hat den jemand hat ihn angefordert. Ja. Ich hab den ganz bewusst ganz schnell. Ganz schnell. Unnachahmliche. Der Bot auch immer so schnell ist. Also ich hab noch gekriegt, immerhin. Ja, nee, nicht du, aber der Bot braucht ja so ewig. Jetzt brauche ich auch den Eindruck, der überlegt hat. Ja, wer war es denn jetzt? Danke. Ja, ist angekommen. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Schönes Zuspiel hier. Verdammte Hacke! Boah, stark! Du stand doch frei. Ich hab so ein Zitter-B gedrückt eben, deswegen hat er so ein Schüsselchen da gemacht. Das war aber gut, also stand zumindest eigentlich perfekt. Ja, stand gut, aber der B ist falsche Fuß bestimmt, ne? Ich habe nicht konsequent B gedrückt. Ich habe so zuck, 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 zuck und das hat dann so einen komischen Happel, so einen Huppel da gegeben. Immer wieder diese Der Ball läuft exzellent, der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Scheiße, ey, das Geld ist noch gar nicht da. Da hätte ich dir sogar erlaubt, dass du den hochspielst. War weit und breit keiner. Ja, ich hatte das auch kurz überlegt, aber rein. Da ist er, die obligatorische gelbe Karte. Du hast das Spiel wäre kaputt. Keine Ruhe. Rot, viel geiler. Boah. Nicht gesund aus. Der Ball auf den langen Pfosten jetzt. Und jetzt eingespielt. War gar nicht so leicht, aber der Keeper hat ihn. Das war gut. Ein Pass mit viel Nichts zu sehen, ich hab einfach nach vorne. Ich hab einfach nur nach vorne gepusht. Strategie aussieht, schnelle Pässe, viel Tempo, überraschende Vorstöße. Ja, aber der Vorstoß war auch für den Rest der Mannschaft zu überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh und die Folge ist Abseits. Das ist die Uhr. War da alle super. Ja, er will den Ball. Man merkt, er ist unzufrieden. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern ja, das sehr gut gemacht von uns. Einen wusste ich, entweder pfeift er mich oder der Oberkorn. Ja. Und da bin ich schon wieder. Wieso stehe ich eigentlich mal vorne? Wie der das Kinder bist. Tschüss, ich bin rein, 1, 2, zack. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Boah, der ist schön. Oh, nee, der war eigentlich weiter durchgedacht. Sie spielen steil, gefährlich. Sie kann klären. Sorry, Keeper. Schön. Ach, schieb in dem Foto die Wiese runter. Ach, Günni. Gefährlich. Er ist so pessimistisch, da ist nichts passiert. Lass ich mal zurück. Ja. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase. Oh, schade. No. Bitte. Oh, ja. Na, sorry. Oh, schade. Mach mal. Vorne der Ball gewinnen. Gute Chance. Oh, Rückenlage, ich hab's gesehen. War überrascht, dass er auf einmal so viel Platz hat. Aber deutlich gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Das war wichtig. Kann er nicht.
Genau, da war mit zwei Mann stand jemanden. Da passt er auf und hat ja. den Ball. Der ging nicht mehr weg. Ja. Ja, aber den ersten Pass abzumachen war eigentlich schon ziemlich wichtig. Oh, 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 oh. Versuchen kann man es machen. Toll. Wer hat da Klären gedrückt? Der Günni. Den nee. IB drückt. Oh Gott. Ach, oh, oh, wieso komme ich da immer nicht ran? Das fängt von vorne an, dass ich dieses komische Kopfballduell da im Halb mitten auf dem Feld zieht er mich dahin. Du kannst. Nein. Und dann, das ist das, was der Martin eben meinte. Noch zwei Minuten. Dahinter, ja, dahinter hat die Lücke. Genau. Einfach nur noch ruhig irgendwas machen. Aber jetzt haben wir es meinen letzten Angriff noch durch. Jawoll. Och. Jetzt hätte er auch laufen lassen können. Ja, das ist ja das, genau das, was ich meinte. Ne? Wenn du rausgezogen wirst, irgendwas und kriegst den Ball dann nicht, dann ist dahinter halt die Lücke. Und das ist dann oft schmerzhaft. Jetzt haben wir alle deine Haare gesehen. Was? Die Oberkorns Haare. Ingo hat sie ja anscheinend nicht gesehen. So, nochmal. Okay.